So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von BTD5, nächste Zufallsmission, Kreise. Absolviere Blumenkreise auf Schwierigkeitsstufe mittelschwer, also mittel, mit Wurfpfeilaffen, Boomerangaffen, Ninjaaffen und Lehrlingaffen. Nur zwei von jedem Affen starten in 39 mit 6500 Dollar. Relativ einfach. Hier können wir jetzt natürlich auch einen Glyphenführer hinsetzen, ne? Das wäre auch nicht so schlecht. Hier ist ehrlich gesagt auch wirklich eine ziemlich geile Sache. Machen wir es oder machen wir es nicht? Wir machen das. Wenn wir genug Geld haben. Hüpfen automatisch von Blumen zu Blumen. Gut. Dann setzen wir noch zwei kleine Ninja-Äffchen hin. Einmal hier. Zwei Stück darf ich davon ja leider nur bauen. Auf jeden Fall noch einen biomischen Boomerang. Hier hin. Und zwei Wurfpfeiläffchen, die werden wir hier hinsetzen. Die sind natürlich ein bisschen nutzlos, aber was soll's. Und Magieaffen haben wir auch noch. Die finde ich ja wirklich mal absolut nutzlos. Deswegen werden wir erstmal hier ein bisschen was ausbauen. Das so. Ja, glücklicherweise haben wir hier schon die heißen Bloons. Ne, wie hießen die heißen? Heiße Boomerangen, glaube ich. Ach, ich liebe den Schein von Boomerangaffen. So gut. Ja, und dann würde ich sagen, warten wir erstmal ein bisschen ab, bis wir hier mehr Geld kriegen. Wobei natürlich eine Blinkgranate auch nicht schlecht war. Aber ich glaube, hier werde ich eher, die machen das ja schon ganz gut. Deswegen werde ich hier auf Blue Need zu gehen bei beiden. Ich finde das sonst ein bisschen zu gefährlich. Magieaffe kommt dann halt am Schluss. Ich glaube, bis Runde 65? Ich glaube ja, ne? 8550, da ist natürlich viel. Da werden wir also erstmal ein bisschen was anderes bauen. Würde ich sagen. So, hier, zack. Jetzt sehen die Boomerange scheiße aus, ey, ohne Glyphenwerfer. Jetzt sehen sie mir jetzt richtig gut aus. Was ist habe ich Turboladung? Wunderbar, kann ich also scannen für die Runde 46, ist auf jeden Fall Turboladung am Start. Ah, beim Glyphenwerfer habe ich mir in Sicherheit hätte ich vielleicht auch was anderes bauen sollen. Ist egal, jetzt habe ich es gebohrt. Fertig, wird schon werden. Ja, kriegt das schon hin. Ja, was machen wir beim... Da können wir vielleicht einen Atem des Drachenfeuers skillen beim Magier, sofern wir genug Geld dafür haben. Müssen wir dann später mal gucken. Machen wir erstmal den vollständig, haben wir hier erstmal noch Ablenkung. Und dann skillen wir gleich den zweiten Ninja-Affen. Ich habe mal wieder Bock auf eine Mission mit Nagelfabriken. Ich habe mir überlegt, mal eine Mastery-Mission nur mit Nagelfabriken zu machen oder anfangs auf jeden Fall mit Nagelfabriken. Aber ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, weil die halt so krass stärker werden. Die Bloons. Ich weiß nicht, ob sich das da lohnt. Ich will auch keine Noob-Anfänger-Map machen oder so mit Nagelfabriken. Das ist ja auch langweilig. Irgendwas Neues will ich ja machen. Noch zwei Runden noch bis Dingensen. Ah, jetzt die Frage, warte mal, Glyphenführer. Oder machen wir Turboladung, damit wir gleich... Na, machen wir Turboladung. Machen wir Turboladung, alles klar. Und hier werde ich dann die Ninja-Affen, die Magieraffen hinsetzen, hier so bei dem Ausgang von dem anderen. Von... Ja, bei den Ausgängen halt. Wobei ich glaube, bei dem Moab wird er auf jeden Fall von den beiden Blue Nizis zerstört. Da brauche ich, glaube ich, noch keinen... Ja. Da brauche ich noch keine Turboladung. Hätte ich mir so sparen können, aber egal. Da kommt jetzt erstmal Glyphenführer dran. Muss ich einen Moab besiegen? Ich weiß nicht, bis welcher Runde. Ich habe schon wieder vergessen. Das sollte ich mir echt öfter mal merken oder so. Es wäre schon ziemlich wichtig zu wissen, bis wohin ich spielen muss. Ich glaube bis 60. Oder bis zum ersten BFB. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon. So, da haben wir den Glyphenführer. Wunderbar, schön getimed. Der ist jetzt hier drin. Besser finde ich es natürlich, gegen den Uhrzeigersinn. Ich finde, im Uhrzeigersinn sieht irgendwie mega kacke aus. Besser fände ich es gegen den Uhrzeigersinn. Aber ja, egal. Ja, ist doch perfekt gesetzt, oder? Hier kommen wir ganz langsam so. Tschu, tschu. Perfekt in dem Kreis drin. Ah, ich bin schon ziemlich gut, ne? Muss ich schon zugeben, dass ich so ziemlich geil bin. Bis zu 18 Bloons. Das ist auch nicht übel. Riesen der Keramik uns besonders gut zerschmettert. Ich glaube, ich werde diesmal hier mal ein bisschen Moloch-mäßig skillen. Was auch schon ziemlich geil ist. Jetzt habe ich alles gemaxt. Außer hat die Magie, die ich jetzt hier noch hinsetzen werde.
Einmal hier, einmal hier. Erstmal jeweils auf 2-2. Ja, ich denke, Atem des Drachen ist wesentlich wichtiger. Finde ich einfach stärker. Wirbelwind ist halt nur, um die Gegner zurückzuschleudern. Ablenkung haben wir aber genug. Oder zurückschleudern haben wir auf jeden Fall genug. Ja, sieht ganz gut aus. Nice, nice. Und diesmal ohne Spezialagenten, ja? Kann ich eigentlich welche benutzen? Weiß ich gar nicht. Ja, wäre erlaubt. Spezialagenten wären erlaubt, aber hier brauche ich, glaube ich, keine Blumenbeerenbüsche. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn, dann haben wir ja sowieso die Superaffen. Pfeilstürme. Aber ich glaube, das wird hier nicht notwendig werden. Atem des Drachen. Dann den Phönix. Ich glaube, das ist Gun, das Game. Das brauche ich nicht hier weiterspielen. Nichts weitermachen. Vielleicht noch mehr Phönix könnte ich vielleicht noch, aber ich glaube, der ist genauso. Jetzt eigentlich unnötig. Ich denke, der Atem des Drachen. Außer es kommt wirklich noch ein BFB. Dann sollte ich das durchaus skillen. 5000 nur, ist in Ordnung. Ich habe das Gefühl, es ruckelt hier gerade ein bisschen, aber. Ist, glaube ich, nur so mein Gefühl. Oh mein Gott. Fuck you. Fuck you. Das ist ja wirklich gewesen. Ist ja ekelhaft. Bis Runde 65 oder was? Ah, leck mich doch. Ah, leck mich doch. Da muss ich ja Tatsache gegen die Dings kämpfen. Gegen die 63er Runde. Das ist doch arschig. Ah, zwei Phoenixe. Aber ich denke, ein Phoenix reicht, um die 63. Runde zu zerstören. Alter, 29.000 Popcorns, what the fuck? Okay, der hier vorne steht doch ein bisschen gut, würde ich mal sagen. Okay, easy going. Ach, das ist der Moloch hier, ne? Der hätte so extrem zerstört. Ja, 200 Popcorns mit einem Attack. What the fuck? 200 bis 300, was ist da denn los? Easy going. Easy fucking going, alles klar. 65 ist dann also auch kein Problem. Ich hoffe, ich muss nicht weiterspielen, weil langsam wird es dann echt knapp, aber ich glaube 65 war das Maximum. Ja, es ist schon 41.000 Popcorns. Das Ding ist halt auch, diese Boomerang können unendlich viel platzen lassen. Das heißt also, wenn da halt Millionen Keramiks durchgehen, dann werden halt Millionen Keramiks zerstört. Völlig uninteressant, wie viel normalerweise ein so ein Bumerang zerstören könnte. Cool, ich habe wirklich mal $50 plus gemacht in der Mission, weil ich keinen Spezialagenten benutzt habe. Nice, also hier muss ich sagen, also wirklich bei solchen, wo halt die Bloons wirklich durchkommen und wo man wirklich diesen Effekt von den herumschwimmenden Glyphen nutzen kann, da ist der Glyphenführer echt krass. Gut, das war die nächste Zufallsmission, auch wieder relativ einfach. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von BTD5. Ciao, Leute!